Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rise of the Ronin und dem Beagle. Leute, ich bin schon wieder abgelenkt. Davon ist eine Miets. Und das mache ich mit euch zusammen. Dann holen wir uns noch das Wahrzeichen und dann gehen wir zur Hauptquest. Das sollten wir eigentlich relativ zügig schaffen. Da beim Händler eigentlich quasi ist die Katsche. Ist das eine sehr aufmerksame Katze oder so eine niedliche Katze, die einfach... Nee, die will einfach nur gemiesert, geschmusert werden. Die hat immer Geld für mich. Oh. Hi. Ich hatte mich schon gefragt, was kann ich für dich tun? Weiß ich noch nicht. Mächtiger Krieger. Ich würde gerne echte... Trage diesen Entwurf, indem du ihn im neuen Entwerfen-Menü des Langhauses auswählst. Augenklappe rechts. Nee, will ich gar nicht. Würfel? Was kannst du mit den Würfeln machen? Ich bin jetzt nicht so beeindruckt von deiner Art. Was kann ich für dich tun? Es kostet mich Geld. Ich hoffe, wir können dir zu Diensten sein. Also teilweise sind die schon sehr, sehr westlich angehaucht, die Leute. Ups, nee. Ich will immer falsch stehen, Gnadenlos. Das ist einer, den ich... Nö. Hätte ja sein können, dass ich mittendrin eine Keilerei hätte anfangen können, aber naja. Wie komme ich denn da rein? Lass mal schauen. Ich meine, irgendwie muss ich ja da reinkommen. Hallo. Das US-Konsulat, okay. Was haben wir denn noch? Achso. Jetzt will ich die Schatztruhe auch haben. Die da ist wo? Machen wir weg. Außerhalb natürlich, was auch sonst. Ich mag es, wenn Schatztruhen irgendwo sind. Das heißt nämlich, dass es wertvolles Zeug für mich gibt. Wird die bewacht oder kann ich sie mir einfach nehmen? Warum kann ich da nicht rüber? Das ist doch Blödsinn. Warte mal. Kann ich hier hoch? Nein? Dann gehe ich halt außen rum. Ist mir doch egal. Wieso konnte ich die jetzt nicht sehen als... Ach komm. Ich habe Fragen, die ich nicht haben sollte. Sammelleidenschaft. Was fehlt mir denn noch? Gar nichts. Knoten des Schicksals. Das ist gut, ne? Dann gehen wir mal dahin. Knoten des Schicksals erhalten, Leute. Der Knoten des Schicksals. Das ist ein ganz harter Tobuch, der Knoten des Schicksals. Warum sprecht ihr Englisch? Ist das ein Fehler? Oder ist das, weil ihr einfach kein Japanisch könnt? Ich tippe auf ersteres, zweiteres. Oh, Fenster, gib! Busch! Ach, ich komme ja nicht durch, Seid ihr Eichhörnchen oder einfach nur sehr große Eichhörnchen oder Dachse? Eigentlich cool, wenn ich ehrlich bin. Was der da macht, weiß man nicht so. Honcho. Ich bin ein Honcho. Bin ich denn jetzt schon wieder? Das ist ja unerträglich. Was ist das? Beamter. Die Katze ist wichtiger. Wo ist die Katze? Wo Katze? 8 Meter entfernt ist die Katze. Die ist da oben. Komm ich nach da oben. It's just like that. Ja. Ich will da hoch. Warte mal. Irgendwo war hier doch. Ah, warte. Okay, lass mal schauen. Wo gehst du denn hin? Bin ich auf dem Dach? Jawollo!
Das hat weh. Hey! Moment, Kumpel, Moment, ich habe eine Katze zu finden. Die Idee war nicht gut, die Idee war gut, die Umsetzung war nicht so gut, gebe ich zu. Nein, oben. Mist. Das kriegt sie nicht hin. Ich hatte einen doofen Winkel, gebe ich zu. Nochmal. Das sehe ich gar nicht ein. Oh, ich hasse solche Mechaniken, ehrlich. Das wird schon wieder nicht reichen. Und wehtun. Wie mache ich das jetzt am schlimmsten? Also, passt auf. Wieder nach da vorne hin. Das klappt ja. Nee, geh doch aufs Dach, Mädchen. Nein! Haha! Du musst es. Direkt mal Katzen geschmusert hier. Und jetzt, ich komme zu dir runter. Und jetzt reden wir miteinander. Hi. Du hast es also geschafft. Oh. Sie kann sprechen. Seit der Ankunft der schwarzen Schiffe und der Eröffnung des Hafens ist hier ordentlich was los. Und? Was führt dich eigentlich nach Yokohama? Was für ein Zufall. Ich suche auch jemanden, doch... keine gewöhnliche Person, das kannst du mir glauben. Ich bin hier, um Shuin Yoshida zu besuchen. Anblickt. Der Name sagt dir sicher etwas. Er ist ein großer Meister, dessen Blick fest in die Zukunft gerichtet ist. Er weiß, wo wir in 100 Jahren stehen könnten und wie wir das erreichen. Die Wahrheit ist, wir hatten beide denselben Lehrmeister. Inzwischen hat er seine eigenen Schüler. Besuch ihn mal. Er und seine Schüler sollten bereits hier in der Stadt sein. Das sind sehr interessante Menschen, glaub mir. Hey, pass gefälligst auf, wo du hinläufst, ja? Herr, ich danke euch. Das ist wirklich sehr aufmerksam. Mein Name ist Taka Murayama. Ich bin Geisha im hiesigen Vergnügungsviertel. Sabber bitte nicht, Kumpel, ja? Euch beide dort bald willkommen zu heißen. Mich? Oh, die Freude wäre ganz unsererseits. Wir wollten sowieso gerade in diese Richtung Kumpel, gehen. Kumpel, halt die Schnauze. Welch vortrefflicher Zufall. Auf bald! Kumpel, da ist eine hübsche Frau neben dir stehen. Toll! Los, jetzt komm mit! Das feiern wir am besten am aufregendsten Ort der Stadt. Na los, das Freudenviertel ist ein guter Ort für Tratsch. Dort hört man die neuesten Gerüchte. Übrigens, hast du die Frau da gerade gesehen? Yokohama hat sie... Ihr dient dem roten Dämon! Ihr solltet lieber die Ausländer vertreiben! Die Lage hier spitzt sich immer mehr zu. Der rote Dämon geht mit harten Mitteln gegen die Anti-Shogunat-Fraktion vor. Und wer ist der blaue Dämon? Haben wir dich, Sakamoto. Oh? Leiste keinen Widerstand, sonst wirst du es bereuen. Kommst du zurecht oder muss ich dir helfen? Hm.
dieses primitive Gesindel. In Tossa gibt es kaum jemanden, mit dem man vernünftig reden kann. Naja, du hast ja jetzt mich, ne? Ich muss jetzt ernsthaft... Ah, ich denke, da wollen wir hin. Wollen wir da hin? Ich möchte nicht dahin. Das sieht doch wie das Freundenviertel aus. Das sieht hübsch aus, ohne Frage. Ich habe ein Wahrzeichen entdeckt. Na, toll. Wir sind da. Oh, könnte es sein? Ja. Ihr müsst die Samurai sein, von denen Taka sprach. Wir haben euch erwartet. Das sind wir. Wie hast du uns erkannt? Taka sagte, ihr seht sehr elegant aus in eurem ledernen Schuhwerk. Ich wusste sofort, dass ihr gemeint seid. Ja, ich definitiv nicht. Scharf beobachtet. Du wirst sicher eine gute Geisha abgeben. Ich heiße Kichi. Kichi Saito. Erlaubt mir, euch im Freudenviertel willkommen zu heißen. Oh, ehe ich es vergesse. Bitte seht davon ab, eure Waffe zu ziehen oder sich ungebührlich zu verhalten. Wenn ihr mir nun bitte folgen würdet. Hier entlang bitte. Sag mal, hat das eine KI eingesprochen oder warum klingt das so abgehackt? Wenn ihr mir nun bitte also folgen würdet. Endlich so, sind Google wir hier. Google-Assistenten-mäßig klang das so ein bisschen. Ah, was für ein Ort. Hier trägt sich sicher allerlei Verrücktes zu. Eine Mieze! Darf ich euch streicheln? Nein. Schade. Hast du eine schwangere Geisha? Oh, das sieht das einfach nur so eigenartig aus. Ich bin wirklich, das sieht nur eigenartig aus. Es wurde erst nach der Ankunft der schwarzen Schiffe erbaut. Hier verkehren alle möglichen Leute. Es ist ein Ort, an dem Ausländer und Samurai miteinander in Kontakt treten. Nur Samurai? Keine Ahnung. Wusstet ihr schon, dass Taka zu unseren fähigsten Geishas zählt? Es kommt nur selten vor, dass sie jemandem so schnell einen Besuch gestattet. Dann hat sie bestimmt einen Wunsch. Wirklich großes Glück. Oh Gott, ich bin... Bitte wartet hier. Taka wird sich bald zu euch gesellen. Kumpel, du hast eine wunderschöne Frau neben dir, ja? Und du willst eine Geisha haben? Ich bin ein bisschen beleidigt. Oh. Möchten Sie noch mehr? Danke, meine Liebe. Ich meine, ich wirke ein bisschen trottelig, dadurch, dass ich einfach nicht spreche. Was ist das für ein schöner Ort? Gut, dass wir hergekommen sind. Verzeiht bitte die Störung. Ich danke euch vielmals für die Geduld. Bitte, erlaubt mir, mich eurer anzunehmen. Ich sehe halt immer grenzdebil aus, weil ich nicht ein Wort sage. Wisst ihr, mich überkommt das Gefühl, dass dies euer erster Besuch im Miyazaki-Viertel ist? Oh. Kumpel, ich bin viel hübscher! Ja, das stimmt. Dies ist ein Ort vielerlei Vergnügungen. Genießt ihn und lasst die echte Welt hinter euch. Ich bin noch morgen arm wie eine Kirchenmaus. Wusste ich's doch, dass ich hier vorhin ein vertrautes Gesicht gesehen habe. Ich geh mal lieber Hallo sagen. Jetzt lässt du mich mit ihr alleine? Was für ein überaus charmanter Mann. Seid ihr zusammen nach Yokohama gereist? Bin ich ein bisschen gemein. Tatsächlich. Ihr habt so vertraut miteinander gewirkt. Deshalb hatte ich es angenommen. Dürfte ich fragen, was euch in die Stadt führt? Thank you.
Oh, wie der Zufall es will, habe ich Gerüchte gehört über einen gewissen Samurai, der an Bord des schwarzen Schiffes war. Wisst ihr, bei meiner Arbeit hier bekomme ich so einiges mit. Doch bevor ich mehr verrate, hätte ich eine kleine Bitte an euch. Was ist doch? Ich möchte euch bitten, mit einer dieser modernen Kameras Fotos vom Freudenviertel aufzunehmen. Es heißt, eine Fotografie zeige die Dinge, wie sie sind. Nun, ich will diesen Ort für die Nachwelt festhalten. Erfüllt mir meine Bitte, dann erzähle ich euch mehr über den Samurai vom schwarzen Schiff. Oh, fast hätte ich es vergessen. Ihr müsst zum Fotoatelier und euch eine Kamera besorgen. Ich weiß, dass ich auf euch zählen kann. Das kriegen wir wohl hin. So, was ist denn? Alter, wo bin ich hier? Ist ja alles verwirrend. Honocho. Motomachi. Alles verwirrend, Leute. Alles verwirrend. Eine Miet. Was ist das? Freudenviertel. Erst die Miet. Die ist da unten, ne? Ah. Ich frage mich halt, ist das schon ungebührliches Verhalten? Ich bin nicht sicher. Geht's hier auch irgendwo runter? Na, wie geht's euch hier alle so? Hier ist nichts los. Wie komme ich hier runter? Ich möchte zu der Katze. Sollte das nicht ungebührliches Verhalten sein? Ich frage nur, ja. Wo ist die Katze? Na, schöner Putzen, gute Frau? Wo ist die Katze? 17 Meter entfernt. Bin ich schon wieder aus ihrem Dunstkreis raus? Oder bin ich 12 Meter entfernt? Oh Gott, nein, 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 Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Wo soll die Katze denn sein? Doch da unten lang, oder wie? Wartet mal. Wir gehen mal kurz hier gucken. Bin ich doch wieder draußen, oder? Jetzt bin ich draußen, ja. Ich will diese verdammte Katze. Es ist frustrierend, wenn man sie hört, aber nicht zu ihr hinkommt. Mensch. Wo soll sie denn sein? 12 Meter. Entschuldigung, Entschuldigung, gute Frau, Entschuldigung. Mir geht's ja nur raus. Hä? Ohne Witz, wo soll die sein? Verdammter Mist, wo? Sie könnten mir ja wenigstens anzeigen, ob sie oben ist. Neun Meter unter mir. Oder ist sie vielleicht hier in dem Raum drin? Auf dem Balkon hier? Ich höre sie doch! Oh, es gibt nichts Frustigeres als das jetzt hier. Ich höre sie und finde sie nicht. Ist mir egal. Ungebührliches Verhalten ist hier nicht erwünscht. Das erste, was ich mache, ist deren Laden auseinandernehmen. Ist okay. Alter, die ist hier drin, oder? Ich darf die Waffe nicht ziehen. Verdammt. Ah, wartet, 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 wartet. Oh Gott, ist sie durchgedreht?
ich hab sie erschrocken, oder? Warte mal. Ist sie wieder da? Nein, ich hab sie erschrocken, ne? Shit, ey. Na gut, ihr Lieben, ich mach dann jetzt hier erstmal einen Cut. Oh Gott. Cut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich guck mal, dass ich an die Katze drankomme, ohne dass ich ihr einen Schocker versetze. Jetzt weiß ich ja, wo sie ist. Oh no, ich hab die voll erschrocken. Vielleicht muss ich ja dann wirklich erst mit ihm reden. Oh no. Ja, ich weiß, ich habe die Katze erschrocken. Ah, von mir aus. Dann muss ich halt doch erst zu ihm gehen. Das machen wir dann nächste Folge. Ihr seid da. Ihr seid, lauft nicht weg. Die ist immer noch gesperrt. Voll mies. Wie lange das wohl dauert, bis die wieder da sind? Oh, du bist es. Ja, ich... Ja, komm, dann lass uns noch kurz mit ihm reden. Du hast also genug für heute Nacht? Nein, das war ein Reinfall. Hier sind die Leute meist gut informiert. Doch heute fand ich gar nichts heraus. Und du? Hattest du Spaß? Sag bloß! Ich war doch gar nicht lange weg. Du machst Witze, oder? Tja, ich hab halt mehr Scham. Oh, immerhin konnte ich eine Sache in Erfahrung bringen. Ich kenne den Besitzer des Langhauses hier in der Nähe. Selbst Ronin wie du müssen irgendwo schlafen, stimmt's? Ich organisiere uns dort ein Zimmer. Komm später vorbei, hörst du? Wenn ich jetzt hier... Wartet mal, ich hab eine Idee. Da müsste doch die Katze resettet sein, oder? Ja, ist sie. So, und ich weiß ja jetzt, wo die ist. Ja, ja, ich weiß ja jetzt, wo du bist, kleine Miezi. Ich hab die volle Löte erschrocken, ey. Da liegt sie. Ganz vorsichtig dahin. Und dann kriege ich sie doch. Okay. Erstmal in eine Richtung kaputt gemacht, einfach weil ich eine Katze streichen wollte. Das ist ganz wichtig, Leute. Ganz wichtig gewesen. Gut, ihr Lieben, habt einen wunderschönen guten Tag. Jetzt kann ich auch gediegen Pause machen. Und, oh Gott, jetzt werden die Katzen bösen. Haut rein!